Seit Jahren nehme ich mir immer wieder vor, mehr Sport zu machen. Wie es lief, sagen wir es mal so, es gab da ein paar Up und Downs. Ja, das ist das Endergebnis. Seitdem Corona zu uns kam, war es dann komplett vorbei mit meiner sportlichen Karriere. Folgende Gründe haben dazu beigetragen. Erstens, obviously sind die Gyms zu. Zweitens, ich hasse es, Homeworkouts zu machen, / zu joggen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt wie ich, aber zu Hause kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Es ist für mich irgendwie tausendmal nicer, ins Gym zu gehen, weil es allein schon ein ganz anderer Ort ist. Für meinen Kopf ist das Gym irgendwie so ein Ruhepol. Dort kann ich einfach mal abschalten und einfach nur Sport machen. Hier zu Hause kann ich das natürlich auch, aber zu Hause werde ich natürlich viel schneller abgelenkt. Drittens, ich bin YouTuber und muss jeden Tag hart arbeiten. Und viertens, eigentlich bin ich einfach nur zu faul. Doch würde ich wieder die Motivation für Sport bekommen, wenn ich dabei Geld verdienen würde? Im heutigen Video teste ich die sogenannte Sweatcoin-App, sich zu bewegen und damit auch noch Geld bekommen. Die App bezahlt mich angeblich für jeden Schritt, den ich mache. Funktioniert das wirklich? Und lohnt sich überhaupt das Abschwitzen mit Sweatcoin? Das werde ich im heutigen Video testen. Falls ihr meine Videos feiert und mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein paar Likes und Kommentare freuen. Schaut auch gerne nach, ob ihr den Kanal schon abonniert habt. Die meisten vergessen das nämlich. Und viel Spaß mit diesem Video. Okay, Freunde, ich habe mir die App jetzt mal direkt runtergeladen. Nicht irgendwie falsch verstehen oder so, das ist keine Werbekooperation oder sonst was. Das ganze Thema wurde mir von einem Zuschauer vorgeschlagen und ich habe mir gedacht, das ist ganz cool. Können wir gerne mal ausprobieren. Ich bekomme kein Geld oder sonst was. Das heißt, das ist komplett meine eigene Meinung jetzt. 8077 Bewertungen, 4,5 Sterne, das ist echt gut. Sieht richtig gut aus. Chart of 2. Become more active and fit. Earn sweat coins for your steps. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Wir schauen aber mal die Bewertungen an. Okay, auf dem ersten Blick sind es sau viele gute Bewertungen. 5 Sterne. 4 Sterne, 5 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne. Wir gehen jetzt mal mit Absicht nicht auf die 1-Sterne-Dinger. Und wir lassen uns nicht von den Meinungen beeinflussen und gucken selbst mal. Convert your steps into a currency to spend on product offer and supporting charitable. Boah, krass. As a welcome gift, you receive 0,95 Sweat Coins. Um dein Guthaben zu erhöhen, fange an, im Freien zu laufen. Ich kann dich danach mit detaillierten Analysen und Tipps benachrichtigen. Ah, krass. Man kann also nicht in der Wohnung rumsteppen, sondern man muss schon draußen unterwegs sein. Das ist echt cool eigentlich. Okay, hier ganz links sehen wir schon mal die Offers, die wir bekommen können. Luxuriöser Facial Oil. Kaufen für 185. Ein Monat Amazon Prime Video. Für 5. Oh, ich sehe hier gerade. Sweatcoin for good. Madagaskars bedrohte Arten erhalten. Das ist ja richtig cool. Man kann hier einfach spenden sozusagen mit den Sweatcoins. Okay, ich sehe hier schon ganz viele Angebote. Aber wir können natürlich nicht... Boah, sogar eine Drohne. DJI Mavic R2. 21.700. Wir haben als Guthaben 0,95. Ich kann ja auch meine Insights angucken von meinen letzten Tagen. Wie ihr seht, bin ich nicht sehr viel gelaufen in den letzten Tagen. Das müssen wir heute auf jeden Fall mal ändern. Wir gehen gleich mal direkt raus und testen das Ganze. 20 minutes every day, you can get double the amount of sweat coins from your steps. Let's go. Okay, das können wir auch machen. Okay, jetzt schaue ich mir gerade irgendeinen Werbespot an und kriege auch irgendwie Bonus dadurch. So finanziert sich also die App. Mal gucken, wie viel ich davon bekomme. Ah, okay, wir haben 0,3 dazu bekommen. Das sind so ungefähr 300 Schritte. Dann haben wir jetzt schon über ein Ding-Coin, Step-Coin, Step-Sweat-Sweat-Coin. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange drum rum. Heißt das so? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal einen langen Spaziergang machen und gucken, wie viele Steps ich gemacht habe und wie viele Sweat-Coins ich dadurch bekomme. Und dann werde ich gucken, ob ich schon irgendwas kaufen kann oder wie lange das noch dauert, bis ich irgendwas kaufen kann. Wir sehen uns gleich. Okay, Freunde, ihr seht mich schon, ich bin schon ein paar Schritte gelaufen. 745. Jetzt zählt es eigentlich ganz gut, sehe ich gerade. Nevermind. Ah, jetzt. Das ist ein bisschen verzögert. Aber da zählt sie auf jeden Fall ganz gut mit. Go. Okay, wir haben jetzt mal 2. Doppelten Boost. Jetzt laufen wir umso schneller. So, perfekt. Wir haben jetzt den Boost. Und jetzt laufen wir und laufen und laufen wir. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich als Kind es viel mehr gehasst habe, so joggen zu gehen. Joggen feiere ich eigentlich immer noch nicht, aber gerade so spazieren gehen, habe ich als Kind so verachtet. Also wenn meine Familie mich gefragt hat, ob wir mal sonntags spazieren gehen, immer nein gesagt. Immer. Aber ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto entspannter ist irgendwie spazieren. Ich weiß nicht. Ich werde alt, Jungs.
Es fühlt sich gerade irgendwie mega entspannt an, einfach so spazieren zu gehen. Erstens, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe. Und zweitens, weil ich so im Hinterkopf habe, es bringt gerade was. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, die meisten denken sich so beim Spazierengehen so, warum spazieren gehen? Ist doch voll die Zeitverschwendung. Aber durch diese App denke ich mir gerade die ganze Zeit so, nice, nice. Ich sammle immer mehr Sweatcoins. Das ist auch exakt der Sinn der App, dass man sich halt dadurch irgendwie motivieren kann. Und ich muss sagen, es klappt. Ich weiß zwar noch nicht, ob wir wirklich was mit diesen Coins machen können, aber so denke ich halt gerade fürs erste Mal. Schaut's euch an. Natur kann schon schön sein. Okay Leute, ich habe gerade gesehen, bei 5900 Schritten, congratulations Leon, you reach your daily max upgrade for free. Oh. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Ich war jetzt ungefähr eine Stunde spazieren. Wie ihr gerade gesehen habt, gibt es einen Tageslimit. Es gibt wohl ein Tageslimit von 5 Sweatcoins. Ich habe es vorhin gar nicht gesehen. Es gibt hier nämlich verschiedene Stufen und wir sind Mover. Das ist wohl die kostenlose Version. Ah, okay, krass. Man kann es hier so updaten mit Sweatcoins. Auch mit Sweatcoins. Hier wird nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Sweatcoins. Und dann kann ich zum Beispiel 50 Sweatcoins am Tag sammeln. I see, I see. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade noch einen Daily-Bonus eingelöst. Keine Ahnung, was das alles ist. Ich bekomme dann Werbung und kriege dann durch diese Werbung nochmal Sweatcoins. Alles klar, alles klar. Okay, ich habe jetzt eine Stunde gebraucht, um 5 Sweatcoins zu sammeln. Mit den ganzen Bonis, diesen 20-Minuten-Bonus, diese ganzen Werbungsdingern da. Und wenn ich jetzt noch einen Freund invite, habe ich 16.000 Sweatcoins. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das überhaupt viel ist. Okay, Leute, wir schauen uns jetzt mal die Angebote an. Luxuriöser Facial Öl für 185. Das können wir uns nicht leisten. Amazon Prime für einen Monat. Für 5. Das könnten wir uns holen. Warte mal. Hier gibt es halt so Rabattcodes. Rabatt, Rabatt. Gibt es hier auch iPhones oder so? Ah, hier. Eine DJI Mavic Air, die Drohne. 21.760 Coins. Ach, das ist hier zum Hochbieten. Das ist jetzt noch 2 Stunden da. Und der, der die höchsten Sweatcoins bietet, kriegt die Drohne. Aber die ist jetzt schon bei 21.000. Wie sammelt man denn bitte 21.000 Dinger? Ich rechne mal kurz. Ich sagen wir jetzt mal, ich verdiene ungefähr so pro Tag 10 Sweatcoins. Dann bräuchte ich 2.176 Tage, um 21.000 zu bekommen. Das sind, ja, das sind knapp 6 Jahre. 6 Jahre müsste ich jeden Tag eine Stunde laufen. Dann hätte ich es. Was könnte ich mir denn jetzt direkt kaufen? Okay, ich probiere jetzt mal mit den 5 Sweatcoins Amazon Prime zu kaufen, ob das funktioniert. Hä? Oh oh. Hä, bekommt man nicht schon sowieso Amazon? Oh nein, ich glaube, ich wurde gescammt oder so. Ich habe gerade nachgeguckt. Da steht, man kriegt einen Monat Amazon Prime kostenlos, aber man kriegt sowieso schon 30 Tage kostenlos Amazon Prime. Auch ohne diese App. Oh nein. Scheiße. Jetzt habe ich 5 Sweatcoins verkackt. Egal. Wir haben noch 6 Stück. Wie lange bräuchten wir theoretisch für dieses Öl hier? Das ist so Gesichtsöl. Okay, ich bräuchte ungefähr so einen halben Monat, 18 Tage, um dieses Öl zu kaufen. Aber ich muss Versandkosten zahlen. 8 Euro. Ey, ich könnte wetten, dass das Öl locker nur 3 Euro wert ist oder so. Ach, okay Leute, wir machen das jetzt einfach so. Wir lassen Madagaskars bedrohte Arten erhalten und unterstützen das Ganze mit unseren restlichen Bitcoins. 6,78. Jetzt geben. Zack. Ja, awesome. Ich hoffe, das wird auch alles ans Seed Madagaskar gehen. Weiß nicht, in welcher Form das dann dort ankommt, aber irgendwie trotzdem coole Aktion. Es wird wohl, denke ich, nicht schaden, wenn ich jetzt meine 6 Sweatcoins da abgesendet habe. Normalerweise hatte ich eigentlich vor, das Video ein bisschen länger zu machen und das Ganze eine Woche lang zu testen. Aber wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ich könnte mir nichts irgendwie bestellen. Höchstens würde ich einen 60% Rabattcode auf irgendwelche Fitnessklamotten bekommen. Wäre für mich eigentlich nur Zeitverschwendung und jetzt nach einem Tag könnten wir eigentlich schon zum Fazit kommen. An sich ist die App auf jeden Fall nicht verkehrt. Sie ist kostenlos, man muss eigentlich kein Geld dafür ausgeben, nur wenn man möchte. Und man kann wirklich mit Spazieren, Joggen, whatever, Laufen, kostenlose Produkte bekommen, / Rabatte. Der Haken dabei ist obviously, dass man kein richtiges Geld bekommen kann. Man kann keine Sweatcoins irgendwie in Euro umwandeln. Man kann sich nur von diesen Angeboten irgendwas gönnen. Ein großer Nachteil bei den ganzen Angeboten ist, dass diese zeitlich begrenzt sind. Das heißt, man kann nicht wirklich für etwas sparen, was man haben möchte. Was ich auch auf jeden Fall betonen muss, ist, wenn ihr irgendwie dadurch ein nices Handy haben wollt oder eben diese Drohne, für mich ist das nach wie vor sehr, sehr unrealistisch, sowas zu bekommen. Klar, es kann sein, dass man diese 25.000 Points irgendwie nach 5, 6 Jahren hat oder so. Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass es irgendwie funktioniert. Ich will auch hier wirklich niemanden
niemandem was unterstellen oder sowas, aber ich habe diese kleine Vermutung, dass bei diesen Auktionen auch ganz easy mal gebottet werden kann und dass irgendein Mitarbeiter zum Beispiel diese Preise so hoch ansetzt und am Ende gewinnt halt immer dieser Bot und dann bekommt die Drohne halt niemand. Und ich habe auch bei den schlechten Bewertungen im App Store gelesen, dass es echt viele Probleme gibt, dass man früher viel easier zum Beispiel ein iPhone bekommen hätte können, wenn man 2-3 Jahre sammelt oder sowas. Und dann nach 2 Jahren hat Sweatcoin anscheinend die ganzen Angebote geändert und es gibt jetzt nur noch Rotzangebote. Außerdem sollen diese Rabattcodes auch komplett Mist sein. Die Produkte sollen völlig überteuert sein. Also wie ich schon vermutet habe, diese ganzen Sachen, die man da bekommen kann, sind entweder nicht so geil oder fast unmöglich zu bekommen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die App so eine Spendenfunktion hat, dass man seine Sweatcoins halt spenden kann. Ihr habt es gesehen in Madagaskar oder hier zum Beispiel auch, lasst uns um Kinder mit Hirntumoren sorgen. Das finde ich auf jeden Fall sau cool. Und eigentlich hätte ich jetzt gesagt, so allein für sowas würde ich diese App behalten. Es würde mir ja nicht schaden. Die App würde trotzdem die ganzen Schritte zählen und sowas. Aber auch ein großer Knackpunkt für mich wäre zum Beispiel auch der Akku. Die ganze Zeit wäre dann GPS an und die App verbraucht halt einfach richtig viel Akku und deswegen weiß ich nicht, ob es sich dann im Endeffekt so lohnt. Ihr müsst es selbst wissen, was euch wichtiger ist. Also, ich denke, die Frage haben wir hiermit beantwortet. Man kann mit Sweatcoin auf gar keinen Fall reich werden oder überhaupt Geld verdienen. Alles für mich auf jeden Fall ein bisschen fishy, vielleicht sogar auch schon scammy. Aber solange man da kein echtes Geld angibt, kann man nichts verlieren. Deswegen probiert gerne die App aus. Ich persönlich würde die App nicht weiterempfehlen. Lohnt sich einfach für mich nicht. Falls ihr für mich auch irgendeine Methode habt, wie ich Geld verdienen kann oder falls euch irgendwas anderes interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin für jede Idee auf jeden Fall sehr, sehr offen. Lasst gerne ein Abo da auf diesem Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao.